Ja, hallo werte Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Video. An alle, die jetzt zum Chrisselsein-Kanal auszuschauen. Ich bin nicht der Chrissel, das ist klar. Ich bin der Ventus von der Minecraft Corporation. Meinen Kanal verlinke ich gerade mal unten rechts. Und von alle, die jetzt bei mir aus zuschauen und den Chrissel gerade mal nicht kennen, verlinke ich mal seinen Kanal auch unten rechts, also bei mir und, ne? Ja, ich mache heute auf beiden Kanälen ein Video. Da der Chrissel abwesend ist, mache ich es bei ihm auch. Und es geht ja auch was von ihm. Deshalb passt das Ganze so. Man kann das so ein bisschen sehen, als wäre es bei mir so ein 300 Abonnenten-Special, aber na, es ist eigentlich eher kein Abonnenten-Special, also es soll auch nicht allzu viel rüberkommen, aber es ist halt ein großes Gebäude. Gut, was seht ihr hier? Hier ist eine Kathedrale und ja, die hat leider keinen Namen. Ich konnte leider keinen Namen mit dem Chrissel hier absprechen vorher, aber gut, es ist einfach die Kathedrale und das ist jetzt die Front mit den Zwillingstürmen vorne und ja, wir werden uns die gleich noch im Detail mal ganz genau anschauen, aber wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. So, und da bin ich auch wieder und wir wollen einfach mal gucken, wie das Ganze hier aussieht. Es gab dazu auch eine Zeitraffer hier auf dem Chrissel sein Kanal, die war auch genau ja, das letzte Video, was hier auch kam. Und da hat man gesehen, wie das Ganze im Schnellaufbau aufging, genauso wie gerade eben im Intro. Das war gerade dieses Video nur nochmal extremst beschleunigt. Und ich muss sagen, wir haben einfach echt klasse Arbeit geleistet von außen. Und von innen haben wir nur zu zweit dran gebaut. Also von außen waren wir zu fünf, das hat 5 Stunden gedauert. Und von innen waren wir zu zweit, das hat 3 Tage gedauert grob. Also es war wirklich eine lange, lange Zeit. Wir haben wirklich viel dran gebaut, viel dran gefeilt innen drin. Und das werden wir auch gleich sehen. Also wir haben hier, wie gesagt, die Zwillingstürme hier vorne. Also hier. Und, also nicht wundern, ich habe auch gerade einen anderen Skin drin, aber der wird sich wieder ändern. Keine Panik. Und hier haben wir dann die 4 Außentürme. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Dom hieß, an dem wir das Ganze inspiriert haben. Aber ich will jetzt auch keinen falschen Namen sagen, bevor ich hier jetzt irgendwas nenne. Und hier in der Mitte haben wir dann den Dachreiter, also heißt so das Ding in der Mitte hier, der Dachreiter heißt so, weil es kein eigenes Fundament hat und auf dem Dach sozusagen reitet. Ja, hier ist in der Mitte, der ist leider auch nicht begehbar, das heißt, da werden wir nicht reingehen, aber das ist, wie es so üblich ist bei der Kathedrale, der höchste Punkt bei uns. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen und ich würde vorschlagen, wir landen einfach mal. So wie es aussieht, scheint es von der Aufnahme her und mit Shader und mit dem großen Gebäude und mit der etwas höheren Renderdistanz alles gut zu funktionieren, da bin ich auch froh. Und hier haben wir ein paar Tore und ich würde vorschlagen, wir gehen gerade mal hier links rum. Und zwar haben wir hier links immer diese ganzen Stützen, die Seiten haben eigentlich, beziehungsweise Stützen habe ich sogar teilweise noch gebaut, genauso wie die ganze Hinterseite. Auf jeden Fall haben wir hier halt die ganzen, ja, so schöne, etwas schön geschnittene Bäume, also ein bisschen gepflegtere Bäume. Und hier halt ein paar Rosen. Die Rosen sieht man leider nicht so ganz und so, weil es halt Shader immer, das halbiert das Ganze. Ist ein bisschen traurig, aber ist leider so. Ja, und haben halt immer hier so eine schöne Mauer. Und das Ganze muss natürlich hier noch bebaut werden, aber gerade so schlecht, da könnte man ein bisschen schöner rundherum fliegen, ne? Gut, dann gehen wir hier auch einfach mal weiter rum. Also wir haben hier, sind wir jetzt beim zweiten Turm und hier sind überall diese Bäume, so ein bisschen wie so eine kleine Allee. Und hier sind auch mal so ein paar Büchelchen rechts und links. Und hier kommen wir dann auch in so eine heilige Stätte. Hier ist dann so ein bisschen Licht und so ein Bild hinter so einem Gitter, damit es nicht geklaut wird. Und es ist einfach so ein kleines süßes Hütchen. Hier geht es dann in den Friedhof sozusagen, also für die wichtigsten Persönlichkeiten. Hier wäre zum Beispiel dann König Heinz der Dritte, Bischof Jakob, Bischof Tortoise, König Jabor, der, muss ich kurz überlegen, der 14. Und dann Bischof Ludwig Junior. Und dann geht es hier durch den Zauntor, kann man hier gerade wieder zurückgehen, das geht so hinter uns zu, perfekt. Und dann können wir hier gerade einmal rum und es wird eigentlich viel schöner aussehen, wenn das Ganze hier nicht so abgehackt wäre, aber ist halt Shader, kann ich nichts dran ändern, tut mir leid, Leute. So. Und das wäre es dann auch und dann sind wir einmal hier gerade um die Kathedrale rumgelaufen und jetzt sind wir hier bei den Seiten. Ja, Seitentüren. Wir haben ja auch, oder ich habe versucht und dann später das ganze Team auch, hier so einen kleinen Engel hinzubauen. Ich weiß nicht, ob er uns gelungen ist mit so einem kleinen süßen Heiligenschein. Ja, ist so ein kleiner Gag, den haben wir auf der anderen Seite übrigens auch. Also, ja, ist halt so ein kleiner, neckischer Gag, den wir da so hingebaut haben. Ja, Türen, wie gesagt, haben wir links, also wir haben auch das klassische Design benutzt, also hier rechts eine Tür, da links eine Tür und da vorne bei den Zwillingstürmen auch nochmal. Tür, beziehungsweise das hier sind sogar 4 Linkstürme, wenn man es, ah, doch, gut. Wir haben
designtechnisch wirklich hier ganz schön was gegeben. Wir haben viel mit Treppen und so gearbeitet und haben auch hier mal diese Spielerköpfe und so mal ganz neu entdeckt. Also wir haben hier auch oben akzentweise, habe ich dann mal angefangen und dann fanden wir das extremst geil. Und ja, es war auf jeden Fall auch ein cooler Bau. Und Schritt für Schritt sieht er das, wie gesagt, nochmal alles in der Timelapse. Also das sieht man jetzt noch nicht ganz Schritt für Schritt, aber ihr wisst, was ich meine. Gut. Von außen wäre es das, denke ich, jetzt mal auch mal gewesen. Ne? Wir wollen das Ganze auch nicht zu lange halten. Deswegen würde ich vorschlagen, da warten wahrscheinlich die meisten dran. Wir wollen natürlich auch reingehen. Und ja, wie komme ich hier rein? Wir haben das jetzt hier mit so Knöpfen gelöst. Man drückt den Knopf und tada, drin sind wir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die. Ich glaube, ich lasse den Shader drin. Das sieht mir ziemlich geil aus hier drüben im Shader. Also, es ist richtig schön beleuchtet. Aber ja, doch, das lasse ich erstmal so. Also, hier haben wir die. Die Sonne scheint natürlich, okay. Also, hier haben wir auf jeden Fall die Anfangstür, sag ich jetzt mal, die Haupttür, die geht hier geradewegs rein und rechts und links seht ihr dann die anderen Türen. Und damit mich die Sonne und so mal nicht blende, damit die Beleuchtung vielleicht ein bisschen besser ist, stellen wir gerade einfach mal auf Night um. Ah, schon viel besser. Ah, viel, viel besser. Gut. Und ja, wir haben hier links und rechts natürlich ein bisschen Weihwasser und hier auch ein paar Blümchen stehen. Und ja, diese Hebel symbolisieren halt so ein paar Türgriffe. Und ja, was haben wir hier? Rechts ist zum Beispiel noch ein Aufgang, genauso wie links auch. Ja, aber da kommen wir ganz am Ende erst hin. Wir haben hier so ein Taufbecken, beziehungsweise so einen kleinen Taufaltar hier halt, wo getauft werden kann. Das hat so ein Taufbecken irgendwie an sich. Und hier ist nochmal so ein kleiner Altar mit so einer Kniebank. Die Kniebank haben wir hier übrigens da. Warte, ob ich mich jetzt. Ich habe mich verguckt, sorry. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal so kleine Bänke, wo was draufsteht. Hier eine Kerze und so. Und hier haben wir auch schöne Hängekerzen. Gut, hier sind ein paar Bänke. Also. Ihr werdet euch jetzt, also manche werden jetzt denken, was? Hier sind insgesamt in der ganzen Dings nur sechs Bänke drin. Also wir haben tatsächlich hier nur sechs Bänke. Aber diese sechs Bänke sind erstens mal richtig schicke Bänke, ne? Also wenn ihr darauf sitzen könntet, oh, sind die bequem. Das ist fast wie eine geile Couch. Die Leute kommen nur her wegen diesen Bänken. Die wollen ja auch gar nicht mehr weg danach. Aber es war einfach früher so, es gab nicht viele Bänke. Die restlichen Leute vom Fußvolk, das war eigentlich auch viel verdreckter in so einer Kathedrale, die standen einfach hier hinten überall, haben sich hier angesammelt und Massen und standen halt einfach. Also, ja, es war halt einfach so. Gut, dann rücken wir mal ein bisschen vor und zwar, was haben wir jetzt? Also hier sehen wir ganz gut links und rechts die beiden anderen Türme. Türen, so, haben hier wieder so ein paar kleine Blümchen und von hier aus kann man dann auch schön das Fenster da oben sehen. Da scheint gerade richtig cool die Sonne durch. Und da oben ist auch die Orgel, die gucken wir uns aber gleich noch an. Und hier links und rechts sind jetzt nochmal so zwei Emporen, wo man halt empor steht. Ja, man kann auch sagen Balkon, aber huch, man kann auch sagen Balkon, aber das ist ja Ansichtssache. Das ist eigentlich eine Empore. Oben haben wir schöne Kronleuchter an der Decke hängen mit ein bisschen Gold und wir haben ein paar Redstone Fackeln, ein paar normale Fackeln, damit es nicht zu hell wird. Aber ja, an alle, die sich jetzt bei mir zumindest wundern, dass das Ganze nicht im Conquest ist, das Ganze sieht im Conquest wesentlich schlechter aus als im Default und das Ganze wurde auch im Default gebaut, deswegen bleibt es auch so und ja. Hier ist das sogenannte Ambo, das heißt das Ding, ja genau, ich habe es nochmal hier aufgeschrieben, Ambo. Ja, ist einfach hier so ein kleiner Lesepult, weil normalerweise war der große Altar, den wir jetzt hier haben, der war eigentlich gar nicht, sondern nur das Ding hier. Aber da das hier sonst so leer aussieht, wir haben es einfach so gemacht, sagen wir es so. Also einfach so, ne? Einfach so, weil wir es wollen. Ah, genau, hier waren die anderen Kniebänke. Ich wusste doch, wir haben noch welche. Hier links und rechts sind nochmal Kniebänke bei so einem Altar, ja. Oder so ein kleiner Altar. Aber ich finde diese Goldrüstung, die strahlen gerade richtig cool, oder? Ja. Einfach richtig cool. Gut. Hier haben wir den Beichtstuhl. Wir haben hier diesmal Leitern eingesetzt. Es ist bei Minecraft einfach, also mindestens Minecraft Default, richtig schwierig, was zu finden, wo man nicht richtig durchgucken kann. Und die Leiter ist dann besser als ein Gitter oder irgendwas anderes. Und ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Auf jeden Fall haben wir hier so ein bisschen Schnee, dass man ein bisschen erhöht steht und sich besser, also ein bisschen auch als Sitzpolster gedacht, ne? Huch. Nein, das wollte ich nicht. So, gut. So. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall den vorderen Teil. Also, wir haben hier das Hauptschiff, links und rechts das Nebenschiff oder Seitenschiff heißt es. Hier unbedingt auch wieder den Kronleuchter. Und hier haben wir den Hochaltar. Plus links und rechts ein paar Seitenaltäre. Ja, Altäre. Ja, das ist eine Goldrüstung, auch wenn sie nicht danach aussehen. Das ist eine Goldrüstung. Die sind einfach ein bisschen dunkel. Ich kann immer hier meine Fackeln mir schnappen.
So, einen Moment. Und dann sehen die. Ja, jetzt sieht man, dass es eine Goldrüstung ist. Das ist eine Goldrüstung. Könnt mir glauben. Und guck mal, wie viel Licht die macht. Seht ihr das? Die Goldrüstung. Guck mal, achtet mal auf die Goldrüstung. Und ich wechsle jetzt mal zwischen Fackeln und so hinterher. Von hier aus sieht man das noch. Gut. So, aber auf jeden Fall haben wir hier auch nochmal so zwei kleinere Empore. Wie man da hochkommt, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal wollen wir natürlich hier hochgehen. Und wir haben aber auch. Also, ich habe euch vielleicht ein bisschen belogen, ich gebe es zu. Weil das hier war gar nicht die Sonne. Das war alles, aber nicht die Sonne. Ich zeige euch mal, was das war. Und zwar. So, plupp. War das nicht die Sonne. Eindeutig nicht die Sonne. Ich habe ja auch vorher gesagt, dass ich auf Nacht stelle. Sondern wir haben da, oder beziehungsweise ich habe da. Hier ganz an den Rändern, das sieht man kaum, weil es jetzt so hell leuchtet, haben wir Seelaternen eingebaut. Die beleuchten das ganze Ding hier so ein bisschen, auch diese größeren Fenster. Die sieht auch aus, als würde die Sonne gar nicht schön reinscheinen, tut es aber eigentlich gar nicht. Und es beleuchtet das Ganze so ein bisschen. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Also, das, ich weiß nicht, ich mag den Effekt. Das ist auch, wir werden uns auch wieder von draußen angucken. Gut, jetzt die Frage, wie kommt man da hoch? Wir kommen natürlich hier hoch. Also man hat hier, das mussten wir leider so lösen, Leute, das, ja, das ging nicht anders. Hier öffnet man die Tür, da muss man hier eine Leiter hochsteigen. Es ist ein bisschen unglücklich gelöst, aber ja. Und dann kommt man hier hoch in die, huch, was war jetzt? Ja, hier hoch kommt man dann in die Kanzel rein. Und von hier aus kann man einfach echt alles sehen. Also ich liebe die Kanzel einfach. Und das Tolle ist, man kann sogar die Kanzel von überall sehen. Also wenn ich hier gucke, das ist abnormal cool. Man kann hier wirklich von überall der Kirche, kann man die Kanzel auch sehen. Und das finde ich einfach richtig cool. Also man kann sogar selbst von hinten hier in der Bank kann man die Kanzel noch sehen. Und das ist einfach was, das finde ich einfach richtig, richtig cool. Es gibt noch weiteres zu sagen. Also wir haben, da fliegen wir wieder hoch. So, schwupp. Und so. Und wir haben hier so einen kleinen Teppich liegen und hier noch so ein paar Sitze und so. Also nichts Besonderes. Und da drüben ist die andere. Eine andere Balkon, wenn man so schön sagen möchte. Aber da muss man leider anders hin. Das ging auch nicht anders wegen dem Beistuhl. Da muss man wirklich Tatsache von draußen hin. Anders ging es leider nicht. Es tut uns auch leid, aber Problem war einfach, die Türme waren so klein und. Und die haben. Also. Ja, ist auch nicht so wichtig. Also was heißt nicht so wichtig? Aber die Stelle ist halt nicht so sonderlich wichtig. Vergleich zu manchen anderen Dingen. Gut, dann gehen wir mal schnell wieder rein hier. Stibop. So. So, jetzt waren wir lang genug hier unten. Jetzt gehen wir mal nach oben und ich möchte noch mal die Deckenverzierung ein bisschen anmerken. Die habe ich gemacht. Also, das Sven hat hier. Also, jetzt mal stopp. Ich habe ganz gar nicht. Ich habe auch erstens habe ich diese wunderschöne Osterkerze hier noch vergessen und ein paar andere Sachen jetzt, bevor ich hier weitergehe. Und ich möchte vor allem sagen: Dankeschön, ein ganz großes Dankeschön an den lieben Sven, der mir geholfen hat, dieses ganze Ding auszubauen. Also, wir haben das echt ganz allein zu zweit gemacht und der hat, sagen wir mal, 60% der Arbeit gehabt, wenn jetzt sogar 65, 70. Ja, gut, sagen wir 65, ich den Rest. Also, das war echt super und wir waren ein gutes Team. Also, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, lieber Sven, und danke dafür auf jeden Fall an der Stelle. Ja, die Decke, die haben wir so ein bisschen, hier ein bisschen mehr aus Stein gemacht und dann hier mit ein bisschen Lapis und roten Lehmblöck dafür gesorgt, dass es so eine Art Deckenmalerei gibt. Und allgemein haben wir versucht, diesen Lapisblock, wie man hier an manchen Stellen sehen kann, hier oder hier vorne oder auch hier unten, schön als kleiner Touch, sag ich jetzt mal, durch diese ganze Kathedrale zu ziehen. Und was ich noch anmerken möchte, was mir richtig gut gefällt, ist, wenn man hier unten sitzt, ich finde dieses... Diese Empore sieht einfach richtig schön aus, weil das sind so wie so, diese Ziegelsteine sind wie so Arme, die das Ganze schön halten. Also es soll ja auch so sein, aber es sieht einfach gut aus, finde ich. Klingt dumm für diejenigen, die wissen, dass ich das gebaut habe, aber mir gefällt es halt einfach. Ich finde die Kathedrale allgemein richtig stimmig und einfach mega episch. Tut mir leid. Anders kann ich nicht sagen. Ja, und wie gesagt, hier eine Osterkerze. Ja, das ist eine Osterkerze und wir haben hier hinten nochmal so geile Chefsessel. Hier sieht man jetzt auch ganz unsere ganzen Schummeleien mit dem Licht. Auf jeden Fall sind hier so coole Sessel, da kann man sich hinsetzen und die sind halt einfach dafür da, wo die etwas wichtigere Leute sitzen, beziehungsweise die Bischöfe und so. Die sitzen dann hier. Die haben da so einen eigenen kleinen, ja, die Sesselfurze halt, ne? Gut. So, dann, also die Sesselfurze, ne? Das war jetzt, also, ne, hat keiner gehört. Gut. Hier haben wir noch so ein Banner. Das ist ja heilig, Alter. Also, wenn das kein heiliges Kreuz ist, dann weiß ich auch. Oder die Blume ist heilig. Auf jeden Fall hat das Kreuz einen geilen Heiligenschein. Gefällt mir. Richtig cool. Hier auf jeden Fall muss man die Wendeltreppen nach oben.
marschieren. Und dann kommt man hier hin. Wir können einerseits, oh, das sieht gerade richtig cool aus hier. Wir können einerseits hier oben natürlich wieder der Empore laufen. Und hier sind auch alles Stehplätze, außer hier hinten. Also auch überall, ihr müsst euch vorstellen, hier stehen überall Leute rum. Und da ist hier doch eine Menge Platz in dieser Kathedrale für genug Leute. Also ne, wenn jetzt mal wirklich jeder Block ein Minecraft-Mensch wäre, könnte man schon da eine Menge Leute umbringen. Beziehungsweise sogar zwei Blöcke, drei Leute sogar, ich mal fast sagen. Ein bisschen gequetscht muss man halt, ne? Gut, das geht jetzt auch noch weiter, aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Orgelspieler hin. Der spielt hier, das ist ja der schöne Orgel, zip, zip. Und ja, wir zeigen die Orgel einfach mal von hier und der sitzt am coolsten Platz, weil er hat genau dieses Fenster oben drüber und es sieht einfach aus, als wäre die Orgel heilig. Also, sieht einfach so aus, finde ich ein bisschen cool. Dann gehen wir mal hier weiter. Also, wir gehen, sind da vorne jetzt lang gegangen und wir gehen hier wieder weit. Wenn ich lang komme, wieder weiter, ist das gleiche eigentlich. Also es macht, nimmt sich nicht viel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viele Fackeln platziere. So, es nimmt sich nicht viel. Auf jeden Fall geht es hier dann kurz mit der Leiter weiter. Also ist im Endeffekt hier jetzt nur noch für den Glöckner erreichbar, das Ganze. Deswegen sind auch nochmal Türen drin gewesen. Und hier geht es jetzt alles die Wendeltreppe ein Stückchen hoch und noch ein Stück hoch. Und ich laufe jetzt mal nur so, weil ich zu faul bin, die Maus zu bewegen. Und da sind wir endlich angekommen. Hier geht es wieder mit der Leiter nach oben. Dann sind wir hier im Glockenturm. Wir mussten ja leider uns auf zwei kleine Glocken pro Glockenturm einigen, weil es platzmäßig nicht anders ging. Auf jeden Fall zieht mich hier an diesem Seil. Dadurch zieht sich diese Cobblestone-Wallreihe auch jeweils immer nach unten. Das Ganze schwingt dann als hin und her und der Schlegel, der klopft dann gegen die, ja, gegen die, ihr wisst schon was, die, ach komm, ich komme gar nicht drauf. Ach genau, gegen die Glockenwände. So, das wollte ich sagen. Bringt das Ganze dann Schwingung und es entsteht ein schöner Ton. Überall hier haben wir solche Schlitzereien gemacht, damit der Klang besser nach außen dringt. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Das ist genau das Gleiche, ist auch im anderen Turm verbaut. Also von daher brauchen wir da, denke ich mal, nicht extra nochmal in den anderen Turm reingehen. Es sei denn, ihr müsst es unbedingt, aber wir müssen es nicht unbedingt, oder? Gut. So. Das wäre es, glaube ich, auch schon gelesen. Ich muss ganz dringend mal überlegen, ob ich irgendetwas vergessen habe. Irgendwas Todwichtiges. Also was irgendwie mein ganzes Leben verändern würde. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal bei Nacht an. Ja, also bei Nacht. So, einen Moment. So, schwupp, die Wupp. So, hier. Also so sieht das Ganze nicht bei Nacht aus. Ist auf jeden Fall schön beleuchtet worden. Also hier fehlt ein bisschen Beleuchtung, sehe ich gerade. Aber ansonsten sieht man die Fenster zum Beispiel. Da, in den Seiten, sind schön beleuchtet. Auch dieses Frontfenster ist einfach richtig schön beleuchtet. Und mit dem Mond im Hintergrund sieht es doch auch richtig schön episch aus. Da kann man, glaube ich, nicht meckern. Oben im Dachreiter haben wir auch Licht reingemacht. Nur leider kann man den, wie gesagt, nicht begehen. Ist halt leider so, aber ja, es ist platzsichtlich manchmal nicht so ganz machbar. Aber gut, so, bevor ich jetzt hier euch zu Brei rede oder so, ja, möchte ich einfach nur nochmal Dankeschön sagen an alle, die hier mitgebaut haben und das steht, wie gesagt, hier auf der Medieval Diary Map, gehört eigentlich zum Chrisl dazu, ich mache es halt auf meinem Kanal, weil ich halt auch einer der Hauptbeteiligten war oder fast einer der Hauptbeteiligten, ich war eigentlich einer, der am meisten gemacht hat mit dem Sven halt, ja. So, also nochmal Dankeschön an Sven, auch natürlich an Balthasar, Jonas und Chrisl, dass ihr mitgebaut habt, da das Ding hochzuziehen. Wie gesagt, guckt euch die Timelapse an und war einfach schön. Schreibt in die Kommentare, ja, was ihr davon haltet. Verbesserungsvorschläge würde ich auch immer gerne gesehen. Und ja, ich würde einfach sagen, das war's jetzt von mir. Ich habe genug geredet. Bis zum nächsten Mal und ciao.